Hallo, willkommen zum ersten Spiel des Turniers. Also das ist ein offizielles Operation Klaus Turnier. Das ist Runde 1, Game 1. Da schreibt das auch nochmal, nice. Die haben 2 Tage früher angefangen, wahrscheinlich weil Green Beret aus ich hab's vergessen, Philippinen oder sowas kommt. Der kommt irgendwo aus da ganz im Osten irgendwo und hat deswegen immer ganz, ganz unattraktive Uhrzeit im Vergleich zu den meisten anderen Spielern. Und da haben die ein bisschen früher angefangen, könnte ich mir vorstellen. Wir haben geflutete Ebene als Map, also Dex N, ne, gegen Gray hier. Beide natürlich Top-Spieler, wie alle im Turnier. Die Map wurde von Dex N ausgesucht. Er war der Host bei der ersten Runde. Das heißt also, Fraktion wurde von Beret ausgesucht. Das heißt, geflutete Ebenen erhofft sich Dex N einen Vorteil mit den Amerikanern im Vergleich zur Wehrmacht. Und ob das so ist, weiß ich noch nicht. Ist immer die Frage, was das halt besser ist. Also viele der Spieler waren in der Abstimmung der Meinung, dass die Fraktionswahl wichtiger ist als die Map-Wahl. Obwohl alle sagen, dass die Maps heavy zur einen oder anderen Seite lehnen. Von da bin ich heftig überrascht gewesen davon. Ja, aber auf jeden Fall soll das eben Amerikaner-Vorteil sein. So sieht er das zumindest. Die Abstimmung übrigens, wer das Spiel gewinnen wird, Beret ist absoluter Favorit im Spiel. 2 Drittel der Stimmen, das geht dahin, dass er das Spiel gewinnt, ja, Beret. Das war, oder Brett, oder ich denke Beret heißt das. Ja, also 2 Drittel der Stimmen von euch und von den Spielern, für alle, die halt abgestimmt haben, zum Misch gewesen, haben gesagt, dass der Wehrmachter das jetzt hier machen wird. Also die ganze erste Runde, nicht nur diese Karte und das Spiel. Ja, dann schauen wir mal, was die Jungs anstellen. Ihr könnt übrigens immer noch spenden, wenn ihr wollt. Eine Sache, die vor allem auch sehr wichtig ist, ist, dass ihr, wenn ihr beim Spiel irgendeinen Spieler oder eine Aktion seht, die ihr sagt, die hat den Performance-Preis verdient am Ende des Turniers, also nehmen wir 10% vom Gesamtpreisgeld, das sind 150 Euro derzeit dann, ne? Diese Performance-Preis, das ist eine hübsche Summe. Dann schreibt das in den Kommentaren dabei, dann können die Leute ihre Likes dann dran machen. Ne? Und das, was dann am Schluss die meisten Likes hat von diesen Sachen da, das nehmen wir dann, fertig. Also immer schön kommentieren, wenn ihr da irgendwas seht, was euch besonders gefällt. Das wäre wichtig. So, am Anfang wird noch gekappt. Die Map geflutete Ebenen, die ist tatsächlich sehr breit aufgestellt. Hat aber, also da sind so Frontabschnitte, kann man sagen. Ne? Also da gibt es überall diese Übergänge und alles. Aber es ist halt auch Wasser, wo ihr nicht schnell durchkommt. Also im GS kann man da auch ohne Bike und Co. drehen. Ne? Also die ist, sagen wir so, ihr könnt die Leute trotzdem überraschen. Ihr könnt aber auch schnell in eine Mine laufen. Oder in einem G hat sich dann gedreht. Also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass tatsächlich der Amerikaner unbedingt stärker hier sein muss. Aber ich bin noch nicht sicher, wer die stärkste Fraktion hier ist. Aber noch würde ich sagen, ist das eine faire Map. Wäre mein erster Eindruck von früher. Ich habe ja früher auch ein paar Mal gespielt und habe jetzt da nicht... Weil wenn ihr Lorraine spielt, wisst ihr, dass das einfach eine Ali-Map ist. Aber das habe ich hier noch nie gehabt, den Eindruck. Aber ich könnte es auch noch nicht beschwören, weil es noch nicht competitive gespielt wurde oft, meiner Meinung nach. Zumindest nicht so, dass ich das gesehen hätte. Ja, und Jeep und Bike sind natürlich eine tolle Sache für sowas, ne? Einfach, weil man die Geschwindigkeit hat und Bedrohungen relativ früh sieht. Ja, sonst wird in Ruhe gekappt. Tendenziell wird man als Wehrmachter wahrscheinlich gut beraten sein, einfach eine Seite zuzubauen. Man erobert eine Seite so ein bisschen und dann fängt man halt an, fleißig nicht nur Minen zu legen, sondern Drähte, Panzerfallen, ne? Die ganzen Kladderadatsch. Und ein aggressiver Amerikaner kann zumindest auf der Seite, wo das passiert, das unterbinden, wenn er rechtzeitig mit dem Jeep das gesichtet hat. Weil das ja Pios bauen in aller Regel, im großen Umfang. Ja, und da kommt die erste Mine schon. Nee? Doch. Falls der Jeep da hinten gucken möchte. Auch hier ein ganz guter Fight. Also im Moment ist Dex N wirklich ganz hart am Dominieren. Hat jetzt den zweiten Volk in die Flucht geschlagen. Auf der Flucht. Ne? Also das läuft ganz gut im Moment für ihn. Der Wehrmachtler hat wirklich nichts Großartiges von der Map. Ich meine, noch hat er die Munde unten, aber er hat keine, das verteidigt, weil der Pew den Kampf gewonnen hat. Da ist der Cut-Off, also er hat auch nichts von den Ressourcen, selbst wenn er das zu Ende kappt. Hat zwar da eine Mine, aber da oben müsste sie liegen. Hat da aber eigentlich auch nichts von. Aus der Jeep donnert da jetzt rein. Das war schon der Minesweeper, weil er mit gerechnet hat auf der Flanke. Das nennt man Pech. Also er hat halt fest mit der Mine gerechnet. Das war natürlich jetzt hier, ne, wie gesagt, es gibt ja, ne, wir alle denken, das war aber komisch. Es gibt auf jeden Fall Videobeweis. Die können dann auf Anfrage der Spieler, kann man da reingucken. Aber da war halt ein Pio, da war eine Flanke. Der andere Pio war ja unten besiegt worden. Und dann würde man schon davon ausgehen, dass er auf die Munden ausgibt. Vor allem, wenn er keinen Flammenwerfer gezeigt hat. Und da ist das schon, glaube ich, eine Annahme gewesen da oben für den Sweeper, eine gerechtfertigte. So, jetzt hat er sich ein bisschen zu sehr an den Gegner gewagt. Das ist jetzt an der Base vom Gegner, ne, mit 2 Volks und allem. Das ist natürlich unangenehm, ne? Das hat auch ein Weifel da jetzt nach Hause schicken müssen. Muss er, glaube ich, aufpassen, dass er nicht zu viel Druck ausübt. Und da laufen sie. Und sie laufen zurück. Also, ist halt die Frage, ne? Kann man da vorne Druck ausüben? Ich halte das für sehr gefährlich.
Ja, so ein Haus, weiß auch nicht, ob das jetzt Sinn macht. Jetzt halt, also er hat eigentlich keine guten gegen die grüne Deckung und kriegt jetzt gleich kommt da Verstärkung rein. Also das ist einfach kein guter Fight, den er da führt, ne? Ich weiß nicht, ob das grüne Deckung oder das gelbe Deckung im Haus gilt, weil so ein Haus, Holzhaus ist, glaube ich, gelbe Deckung eher. Hat jetzt einen Sniper dazu, aber da muss er den Jeep auch auf Distanz halten. Und das läuft hier gar nicht für ihn im Moment. Also ein Sniper war wirklich super riskant. Ich meine, der hat den Jeep hier eigentlich gesehen. Was hat er denn gedacht? Warum soll ich einfach ganz nach vorne fahren? Also das ist wirklich sehr brutal. Und endlich mal richtig aggro. Fährt direkt hinterher, von The Fatherland jetzt angegangen. Und Sniper ist trotzdem gestorben. Also jetzt hat Green Beret hier richtig was bekommen. Also er hat halt diese, ne, er hat ja halt die Doktrin gewählt, die vielleicht nichts bringt. Dann hat er die Munden ausgegeben, die er braucht, und hat dann Sniper verloren. Und jetzt kommt der Jeep noch raus, ja wahrscheinlich nicht. Also dass er den Sniper hier verloren hat mit der Ability-Anwendung und hat eh schon nichts von der Map. Riesen Albtraum. Aber er hätte auch niemals hier vorne einen Schuss abgeben dürfen, wenn der Jeep hier steht und nichts hat, um den zu blocken, zu vernichten, irgendwas. Also der Jeep hat sich mehr als rentiert. Und hier immer noch, dass das keine gute Hütte da ist zum Fighten. Also Green Beret scheint hier wirklich massive Probleme zu haben, irgendwie eine Aufstellung hinzubekommen. Er braucht halt eine Stellung, wo er Lockdown machen kann, bis die Artillerie kommt. Und die kriegt er, naja, so ein bisschen an der Tür, eigentlich nicht mehr an der Tür, er hat ja an der eigenen Tür den Sniper verloren. Also ist einfach keine gute Stellung, die er hat, ne? Und der sammelt da vorne seine XP dann auch langsam. Aber er hat ihn gleich verjagt, da gab auch so einen Pin von der Seite. Den hat einer erwischt, dann sind die alle im Dreck. Also er kommt jetzt ein bisschen zurück vielleicht, aber der Sniper-Verlust ist so ultra brutal, ne? Der kostet viel, der kostet ihm noch Map-Control und naja, den kann er nicht einfach so ersetzen mit gar nichts. Das schon, also das hätte niemals passieren dürfen. Naja, was er halt braucht, ist halt irgendwie ein bisschen Ressourcen und die Seite, die er sichert. Also er hat ja wirklich fast gar nichts, ne? Also er bräuchte schon hier oben diese beiden Punkte, denke ich. Müsste die dann auch irgendwie deffen. Das hier ist auch keine gute Deckung. Also hier vorne hat er grüne Deckung gehabt. Das wäre vielleicht besser gewesen. Wenn jetzt dahin geht, vielleicht zu wenig. Wenn jetzt noch eine Granate gleich kommt, ist alles vorbei. Also das nächste MG, aber er kriegt ihn schön gepinnt. Also das sieht gut aus, hier auch. Das Problem bei den Fights ist gerade, er hat wirklich einen Sniper nachgebaut. Das Problem bei den Fights ist jetzt auch, dass er keinen Bunker hat und nichts rausbekommt. Aber es sieht so aus, als ob die Rifle mehr und mehr einen Rückzug zwingt. Die haben noch keine Upgrades gezeigt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen selbstmörderisch, ne? Weil das rein rausgehen kostet ihn jetzt, genau, Rifle-Fuck. Also das dann nochmal reinzugehen, das war einfach, weiß ich nicht. Hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Ja, also das sieht im Moment, das könnte jetzt, also ein Rifle-Fuck ist halt ähnlich schlimm wie ein Sniper-Fuck, auch wenn der mehr kostet, der Sniper. Aber da ist halt die Frage nach der Wett immer auch ein bisschen, ne? Und er braucht den halt, wenn er jetzt ein Infanterie-Upgrade spielt, damit der Rifle das halt nutzen kann. Das fehlt halt jetzt auch. Und da glaube ich, dass dieser Rifle-Fuck ähnlich zu beurteilen ist wie eben der Sniper-Fuck, zumal er auch einen Jeep dafür noch eingebüßt hat. Also der Wehrmachter könnte jetzt ein Comeback feiern. Die Frage ist halt, das wird jetzt ein T3 vermutlich, ne? Dann TM8. Ob er das kontern kann auf der Map. Also entsprechend dann vielleicht nochmal so zwei, drei Flankenminen legen oder so. Vielleicht Panzerfallen bauen, damit er nicht überlang fährt, der M8. Weil die, also da hinten mit der M8 kämpfen, das ist ein bisschen tricky, auch wenn er die Pack mitnimmt. Einfach deshalb, wenn er sie da verliert, den Kampf nur kurz, die Pack halt geklaut. Naja, aber der hat jetzt hier natürlich ein Riesenproblem, wegen dem Fuck gerade. Er muss halt eigentlich in der M8 wirklich machen, denke ich. Er baut den Rifle nach, also ich glaube, der geht jetzt auf Infanterie-Upgrades, um einfach die Pack schon zu kontern. Er wird jetzt eine Pack bauen und er wird jetzt mit Rifle und Infanterie-Upgrades wahrscheinlich und Heal natürlich auch, wird er gleich nochmal Infanterie-Push machen und dann die Pack klauen. Zumindest leere laufen lassen. Also nicht im 8 gebaut hat, könnte tatsächlich jetzt hier die Lösung sein. Hier auch wieder, eigentlich war eine Diskussion ja, dass der M8 absolut das Nonplusultra im 1 gegen 1 ist. Aber das sieht jetzt nach einem Infanterie-Angriff aus. Vielleicht würde es sich sogar lohnen, statt der Bar, die war jetzt auf 200 Manpower für die Bar, einfach die Granate zwischenzuschieben, damit das einfach noch früher einsatzbereit ist. Jetzt laufen die Kämpfe halt und dann kommt gleich die Bar. Also wird jetzt bestimmt jeden Moment tacken, vermute ich. Also wird ein Rifle zu bauen, wenn er jetzt nicht die Bar will, das wäre jetzt sehr komisch gewesen. Und da wird jetzt wahrscheinlich gleich eine Pack in Auftrag gegeben. Weiß nicht, ob er dann vielleicht ein Klickproblem hat oder einen anderen Plan. Ich hätte echt gedacht, dass da jetzt die Bar kommt, sonst verstehe ich nicht so ganz, wohin möchte. Diese Sniper-Schüsse, der schießt immer und zieht sich dann zurück. Das ist irgendwie, ich meine, die Base hier ist nicht ganz so dramatisch, aber ich habe das Gefühl, dass das Sniper-Positioning von ihm noch ein bisschen Schliff vertragen könnte an der Stelle. Man möchte, dass der Sniper sich so wenig wie möglich zurückzieht, damit man Kontrolle über den behält und weiter ballern kann. In aller Regel. Kein Upgrade.
Man sieht hier vorne, ne, wie die gesamte Armee sich hier verteilt. Aber Battles versucht zuzubauen. Hat sich gegen Infanterie-Push tatsächlich auch eingestellt, so ein Stück weit. Ne, aber der M8 würde einfach da durchheizen. Wieder ein MG da vorne, wieder eine Flanke. Das ist halt nur ein MG, ne? Aber er dreht sich jetzt rum. Das könnte klappen. Nee. Das Problem ist halt, dass die von links auch sonst gekommen wären, ne? Die Frage ist halt, ob man eine Salve abgegeben hätte, aber klar, die kommen von links und löschen den dann aus. Da stand er halt ein bisschen isoliert. Also der Wehrmachter schafft es einfach nicht, irgendeine Stellung zu etablieren. Da fehlt halt einfach diese eine Mine noch, ne? Ah, jetzt muss er wieder gucken, dass er mal heute schießen kann, der Sniper. Jetzt einen gezielten Fuck gleich, mit ein bisschen Glück. Warten, bis einer gestorben ist und dann nochmal, jetzt ein Sniper-Schuss. Nach links, nach links, nach links! Nein! Dann hier und noch ein Rifle-Fuck. Oh, um Gottes Willen. Jetzt hat er schon zwei Rifle-Fucks im Early Game bekommen. Er hat immer noch kein Nix gespielt. Ich bin gerade überrascht, warum er nicht spielt. Also er hält sich da alle Optionen offen. Also Artillerie ist ja wahrscheinlich auch noch nicht freigeschaltet. Es ist noch ein Fuck kassiert oder gehörte der zu dem hier? T4 geht jetzt hoch. Also er hat wirklich auf den T4 gespart. Es kam auch noch keine Pack raus. Also das Makro von ihm, vom Amerikaner, ist ungewöhnlich. Ja, da war eine Mine. Die Minen helfen ihm natürlich früher, seine Artillerie freizuschalten. Ja, der will das mit dem Schirm machen jetzt gleich. Mal gucken, ob das geht. Deswegen hat er alles gespart. Artillerieschlag. Wenn er es nicht sieht, der Volks darf nicht sterben. Oh, er sieht es nicht. Und Volksfug. Also die Artillerie hat sich fett gelohnt. Es sind 300 Manpower weg und natürlich die einzige Einheit, die AT jetzt stellen könnte. Also dafür jetzt einen Fuck zu kassieren, da das hätte er sehen müssen. Das war natürlich jetzt brutal. Ja, unten ist immer gefährlich, weil wenn hier eine Artillerie runtergeht, seid ihr im Wasser und kommt sehr langsam raus. Dann sterbt ihr auch mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also da jetzt so durchzuwarten, das war ein bisschen tricky. Will es hier in eine sichere Ecke gehen? Ich weiß gar nicht, ob man da hinten durch kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, die müssen alle hier durch. Draht da. Also will es die obere Ecke auch halten für den Treibstoff. Ja, der, also man sieht es auf der Map nicht so gut, aber der Wehrmacht hat sich über die gesamte Map verteilt. Da, da, da und da oben. Das ist halt die gesamte Map-Breite. Das ist für ein amerikanisches Gameplay, solange die Artillerie nicht auf der Map ist, die kommt aber jeden Moment tatsächlich, ist dieses also das Aufteilen da ist es gut, wenn die Artillerie, also wenn die Artillerie kommt, dann ist es gut, sich aufzuteilen vielleicht. Aber jetzt sind da noch Infanterie-Pusche angesagt. Das ist sehr tricky. So, der Schirm ist wahrscheinlich gerade in Produktion. Wir gerade nur nicht. Hier, mal gucken. Da ist er. Naja, er hat halt jetzt einen zweiten Volks bauen müssen. Also der träumt halt normalerweise davon, dass er ein Volks umsonst. Gren meine ich. Der träumt normalerweise davon, dass er ein Gren umsonst bekommt. Hat sich selbst gerade eine Granate geschmissen. Okay. Er hat aber auch Granaten. Normalerweise Sniper schon wieder! Das kann doch nicht sein! Also von Maiko war das nicht ganz optimal, weil der ist ja gerade da durchgelaufen, an dem Volks vorbei, an dem MG vorbei, gerade auf den Sniper auch zu. Das kann natürlich nicht sein, dass drei Einheiten von einem einzigen gejagt werden. Das wäre ja kein Superwett irgendwas, ne? Auch wenn er eine Granate, glaube ich, geschmissen hatte gerade, so eine Pineapple. Also das war einfach ein komisches Placement. Er hätte auf die Granate verzichten sollen und einfach die ganze Zeit auf den Rifle draufhauen, mit dem mitgehen, den komplett in den Rücken schießen. Also das war sehr komisch, der Fight. Vielleicht hat Green Beret, also er hat ja jetzt frisch gespielt, ist ja nicht so, dass er ungeübt wäre. Aber ich habe das Gefühl, dass der nicht ganz auf der Höhe im Moment ist bei dem Spiel. Also vielleicht so eine Uhrzeit, ich weiß nicht, welche Uhr jetzt bei dem Bart das Spiel gemacht haben, vielleicht war es zu früh oder zu spät. Jetzt gibt es hier gleich eine Flanke, aber das geht natürlich nicht. Also wenn er durchs Wasser wartet, wenn das überhaupt da oben geht, ja geht. Da muss er nur sein MG drehen und macht er auch sofort, er hat die Flanke gesehen. Er kann doch drehen, ist doch Wasser! Warum läufst du weg? Das ist doch Wasser! Warum läuft der weg? Der hätte ja locker im Wasser morksen können. Das meinte ich ja eben, wenn man so langsam im Wasser wartet, kann man eigentlich ohne Probleme das MG drehen. Dem Schirm hatte er ja, glaube ich, bis dahin noch nichts von gewusst. Und selbst dann hätte ich noch gewartet, bis der hochfährt, bevor ich weggehe. Also dem hätte ich im Wasser aber das MG vorher ins Gesicht gegeben. Jetzt kommt Infanterie weg. Aber schön zu sehen, dass der Granaten benutzt, der Amerikaner. Sniper hat 11 Kills, so langsam wird das was. Aber den Punkt da oben hätte er nicht aufgeben müssen, oder? Die Pack war ja auch da, selbst wenn der Schirm hochgefahren wäre, die Pack ihm in den Rücken geschossen, den Schirm. Also ich denke, den Kampf hätte er locker gewonnen. Also, dem, zumal auch ein Sniper zusätzlich hätte hochschicken können. Und sie hat diesen Treibstoff umsonst verloren. War wahrscheinlich nicht super wichtig für ihn, aber war halt auch nicht notwendig. Er hat wieder nichts von der Map, ne? Also er kommt nicht auf die Map. Zumindest die Munden bräuchte er.
Der Amerikaner hat einfach viel zu viel Einkommen. Ich meine, ist das 85 Munden? Der kann unendlich oft die Off-Map jetzt setzen. Der braucht gar keine On-Map bauen. Der kann jetzt einfach Schirms bauen und dazu Off-Maps spielen. Also mit so vielen Munden, das ist der helle Wahnsinn, ne? Deswegen hat er wahrscheinlich auch die Granaten freigeschaltet. Ja, also da kommt er nicht weit. Auch der Bunker, eventuell wäre besser gewesen hinter die Hecke oder hinters Haus. Ja, aber der Mundunterschied, also der Bree hat da wirklich gar keinen Schnitt. Also das Wehrmacht-Gameplay auf der Map scheint auf jeden Fall bisher, was wir hier sehen, sehr, sehr schwach zu sein. Ist die Frage, ob das wirklich an der Wehrmacht liegt, auf der Map hier oder vielleicht in der Aufstellung. Also wieder irgendwo ein Artilleriestark. Habt ihr es nicht gesehen? Da oben, ne? Victory-Punkte picken auch. Also rein von der strategischen Sicht über die Spiele drüber hinweg. Victory Points zählen nur für den Gewinner. Das heißt also, je länger er drin bleibt, der Wehrmacht, auch wenn er denkt, dass er es verliert und die Victory Points von dem Gegner runtertickt, ne, wenn er einen Punkt immer bekommt, desto mehr hat er daraus, weil nur die meisten Victory Points, also die Summe der Victory Points über die beiden Spiele entscheiden, wenn die 1-1 spielen, wenn es ins dritte Spiel geht. Das heißt, jetzt aufzugeben, wäre für ihn tatsächlich ein Nachteil, weil der Gegner dann normalerweise mit mehr rausgeht. Also er muss natürlich einen erobern, damit das funktioniert, ne? Also von daher, Comeback gibt es immer in dem Spiel und das frühe Aufgeben wird damit demotiviert, die Leute, ja. Hat er eine Artillerie gebaut? Klar, kann er machen. Der Wehrmachtler kommt ja wahrscheinlich niemals in seinem Leben ran an die Arti. wie weit schießt die? In die gegnerische Base. Nicht ganz, aber bis hier vorne. Macht sich noch ein Mund-OP? Will wahrscheinlich die Off-Map freischalten. Halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben. Also, wie viel Munden will er noch haben? Irgendwann kann er sie nicht mehr ausgeben. Das habe ich noch nie erlebt, ne? 96 Munden. Echt jetzt oder was? Er kann jetzt ohne Pause die Ability spielen. Ja, auf dem Bunker. Also, das sieht nicht rosig aus. Aber wie gesagt, er hat auch was davon, wenn er einfach im Spiel bleibt, diesen Punkt so lange wie möglich verteidigt. Einfach damit er, ne, eine Chance hat, im dritten Spiel eben das auszusuchen, was er haben möchte. Jetzt kommt der Schirm von der anderen Seite. Aber das sieht echt nicht gut aus beim Wehrmachtler. Und er ist ja Defense wettgegangen. Also das Beste, was er machen kann, ist, er kann sich jetzt aufstellen mit eben 8-8er und bunkern und sich bombardieren lassen im Prinzip. Rocket Artillery geht theoretisch. In der Praxis ist er aber, ne, wie wir mit 10 Munden Rocket Artillery spielen, ja. Das geht halt nicht. Und er muss auch drüber kommen, erstmal auf die andere Seite. Also da wäre wahrscheinlich eine Ability gewesen, die weniger mundintensiv ist, besser gewesen. Ja, also er will ja vor so Phase machen, über die Bunker ausbauen, dann noch Rocket Artillery. Das kostet ja alles massiv viel Mund. Das funktioniert, glaube ich, so nicht. Also bei dem Mundvorrat, den er hat, hätte er lieber eine andere Ability gewählt. Ich würde fast immer eine andere wählen, auch wenn die guten Spieler sagen, man soll nur Death wählen. So hört sich zumindest oft an. Aber ohne Mund, glaube ich, würden die mir zustimmen, dass sich die kaum lohnt. Vermute ich mal zumindest. Schirm sehr defensiv. Ja, der muss halt die nur im Kappen hindern und die Artillerie macht dann den Rest. Ne? So simpel ist das. Baut es die zweite. Ich glaube, wenn die V1 hier in die Mitte geht, erwischt er alle beide. Also die stehen tatsächlich, glaube ich, nicht so gut. Eine V kann er nicht machen. Aber Rocket Artillery geht ja auch noch, aber er kriegt nur die Munden nicht. Aber so wie die hier stehen, ist, glaube ich, ein bisschen unnötig gefährlich. Ja, genau. Und der Schirm hält die jetzt zurück und die Artillery tötet sie, wenn sie zurück sind. Das Problem ist ja auch, dass er immer wieder hier vorne dann stehen muss irgendwo. Ne? Hat jetzt wieder zwei, damit er zumindest ein bisschen bei den Kämpfen arbeiten kann. Wie gesagt, ich würde den immer noch, also er hätte gerade einen Bunker auch an Schirmschüssen verloren. Klar, wenn sie auch die Artillerie, aber Schirmschüsse. Also ein Tod. Wenn die halt hinter der Hecke stehen oder noch besser hinterm Haus, dann trifft die Artillerie weniger gut und der Schirm gar nicht. Also, das ist zu aggressiv, der Bunker, ne? Und das ist ein einfach kein Glück, aber das ist halt Artillerie, ne? Das läuft halt so. Also ich hätte den Bunker wirklich hinter das Haus gebaut, damit auch gegen die Artillerie geschützt ist. Kein guter Schusswinkel für das, der kann gerade nicht zur Seite. Ja, zwei Packs in der Front. Oh, Backe. Ja, ich glaube, der wird hier ein bisschen ans Kreuz genagelt, der arme Beret. Müsste man mal fragen, ob er wie viel er die Map geübt hat und worum er denkt, woran es gelegen hat. Mein Verdacht ist immer noch, der hat sich zu breit aufgestellt. Wir haben ja sehr häufig von oben bis unten aufgeteilt gesehen. Und auch dann oben teilweise im Panik-Move, obwohl der Gegner durchs Wasser gewartet ist. Ne? Aber er war auf jeden Fall immer aufgeteilt. Und dann komische Kampfpositionen. Also hier, diese Kämpfe ums Haus, da war er ja mindestens zweimal gewesen. Und die gegnerischen Weife standen in der grünen Deckung, wenn er eben die Scheißdeckung hatte. Das funktioniert halt auch nicht.
Also er hat einfach an den falschen, der Gegner an den besseren Positionen gekämpft, so kann man es einfach sagen. Aber der Early Sniper Kill hat sicher zusätzlich nochmal ganz enorm wehgetan. Hat der große Fatherland angemacht? Nicht so beeindruckt, der Schirm von der Idee. Also sehr viel Force Fatherland sterbt jetzt zwar nicht an diesem G, aber von der Kanone. Also das glaube ich jetzt Verzweiflung bei. Trotzdem muss man sagen, auch wenn er das Spiel jetzt wahrscheinlich verliert, er hat den Siegpunkt und es tickt runter. Also das ist jetzt, wir können es auf der anderen Sicht machen, dann sieht man es vielleicht so nochmal. Also er hat einen Siegpunkt. Von daher, also nee, tickt er gar nicht runter mit einem. Was rede ich denn da? Er braucht ja mindestens einen und der andere muss neutral sein, also beziehungsweise er muss zwei haben. Also von daher mit einem Siegpunkt kommt er nicht weiter. Keine Ahnung, welches Spiel ich gerade war, geistig. Also von daher kriegt er jetzt leider doch nichts raus. Und die Atem soll sie hinschießen, ne? Schießen jetzt beide einfach den Eingang und töten den Rest. Also das Eröffnungsspiel des Turniers wirkt ein bisschen unausgeglichen. Aber wie gesagt, zwei Drittel der Leute haben für Green Beret gestimmt, dass er der Favorit ist. Aber da sieht man vielleicht nochmal deutlich, wie wichtig es wahrscheinlich ist, die Map zu kennen. Und offensichtlich hat er da erstmal keinen Gameplan gehabt, der zumindest hier aufgeht. Kämpft auf jeden Fall noch hart. Aber das ist halt das Problem. Also ihr könnt ja nicht viel machen, wenn ihr... Also der Gegner hat 96 Einkommen. Er kann nonstop hier vorne die Artillerie machen. Also, und dann die Artillerie. Also ne, und der Schirm wird eigentlich auch nicht gekontert. Womit denn? Und dann gibt es noch die Wet Rifles dazu. Also da ist es sehr schwer, unter der Position ein Comeback zu machen. Sehr, 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 sehr schwer. Also wenn die Artillerie nicht wäre, aber sie ist ja, dann könnte man argumentieren, die Wet 2 könnten vielleicht langsam zurückkommen. Mit dem Sniper kann man den Gegner vielleicht ein bisschen looten lassen. Aber ist ja die Wet 2, also ist ja... Also die Artillerie ist ja da, die Mund ist ja da. Also das ist wirklich ein starkes Schachmatt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also Dex Ennis hat sich bei ihm so angehört, der wollte am liebsten gar nicht, dass die Replays gezeigt werden, bevor das Turnier jetzt vorbei ist. Also ob er wirklich für jede Map einen Plan hat, er wollte nicht, dass sie bekannt werden. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich das sein Plan war, was wir jetzt hier gesehen haben. Also wirklich so Slots eben kennt. Also ich denke gerade diese Hauspositionen, diese Hausfights, die wir am Anfang gesehen haben, hier, dass das eine sehr gute Position für ihn zum Fighten war. Ist noch am Kappen. Will halt jetzt ne, das K.O. abwenden. Bräuchte halt noch einen Siegpunkt. Jetzt wird nur noch geartilleriert. Ja, aber ich denke, die Runde geht sehr deutlich an den Amerikaner. Da passiert auch nichts mehr jetzt, glaube ich. Außer, dass die Adri nonstop schießt. Also hätte jetzt nicht Defense gewählt, ist wieder die alte Leier, dann hätte er noch die Chance eben, keine Ahnung, die Infanterie ins Loot zu holen zum Beispiel oder einen Tigerpanzer zu holen oder einen Königstiger zu holen. Gerade den Königstiger könnt ihr hier viel machen, aber einen Tiger natürlich auch. Also Blitz generell mit dem Tiger und dem Stu könnt ihr im Prinzip noch alles kontern. Braucht man keine Ressourcen hier zu holen, außer Manpower. Also der hätte vielleicht noch zwei, drei Sachen mit funktioniert, die nächste Artillerie. Um Gottes Willen! Oder die Pack erwischt, der wollte glaube ich eigentlich das MG haben. Genau, jetzt hat er auch genug. Das war das, okay. Ja, das war damit die Runde, jetzt ist die KI drin. Ja, also sehr deutlich gewonnen mit einem sehr starken Plan offensichtlich. Also gerade diese Makroentscheidung auch, muss man nochmal sagen. Jeder andere hätte halt einen frühen M8 wahrscheinlich gebaut oder halt ne, doch die Bar ausgegeben oder irgendwas. Er baut einfach einen Rifle nach und tut dann ohne jedes Upgrade die Angriffe durchführen, weil er die besseren Deckungsslots benutzt. Und durch dieses Outplay hat er eben dann genug Zeit gehabt, eben die Schirms hochzuziehen. Ne? Also wenn er ohne Upgrades den Wehrmacht an der eigenen Basis besiegt, das ist natürlich auch etwas, das sollte normal nicht klappen, hat aber funktioniert und dann hat er natürlich Zeit, alle anderen Vorteile zu holen, auszuspielen. Also von daher hat das sehr gut geklappt. Der läuft da wieder durch und tötet alles, aber das kriegt KI natürlich. Auch eben der Angriff, wo der eine Rifle durchgelaufen ist, bei drei Leuten, die da standen, Granate geschmissen, gelaufen, fertig, war geklärt, ja. Also man muss einfach sagen, er hat ihn halt einfach outplayed an der Stelle, an jeder Ecke. Allerdings hat er auch zwei Rifle verloren, Early Game. Ne? Also es ist nicht so, dass es ohne Kosten war, das, was er da gespielt hat. So, ich will eigentlich nur, genau für meinen Screenshot, brauche ich, dass das Video zu Ende ist. Okay, so, erstes Spiel ist vorbei. Könnt ihr mal drüber reden, welche Aktionen vielleicht nennenswert waren?
Ich persönlich würde sagen, also da war jetzt keine epische Aktion bei. Vielleicht wieder eine Weifel eben in diesen drei Einheiten allein vorbeigelaufen ist. Und ich glaube gesehen zu haben, dass er noch nebenbei eine Granate geschmissen hat im Lauf. Das war ganz nice, aber war das die Turnier beste ne, Sache, die 10-Euro-Preis, Performance-Preis verdient hat? Weiß ich nicht. Müsst ihr halt entscheiden. War auf jeden Fall eine nette Idee. Und ich suche jetzt einen Screenshot. Bis dann. Ciao, ciao.